Hi Leute, hier ist der Steff. Heute tun wir am REM 1500 die Zündkerzen wechseln. Als allererstes möchte ich ganz viele Grüße an die Dodge Gruppe Germany im Facebook senden. Wir haben ja die Tage da viel hin und her geschrieben miteinander. Ihr braucht fürs Zündkerzen wechseln nicht viel Werkzeug, aber halt das Richtige. Und dann ist es auch ohne Fluchen und ohne Probleme möglich, das selbst zu machen. Ihr braucht einen Drehmomentschlüssel, damit müsst ihr die Zündkerzen festziehen mit 28 Newtonmeter. Und ihr braucht ein 3/8-Werkzeug. 3/8-Werkzeug deshalb, dass ihr im Zylinder drin beim Zündkerzen raus- und reinschrauben etwas mehr Platz habt. Auf jeden Fall ein 3/8-Werkzeug, eine Ratsche, eine kleine Verlängerung. Und die sagenumwogene Zündkerzennuss, wo ich schon so oft beschrieben habe, mit diesem Gelenk da oben dran. Und wenn man diese hat, Leute, ist es wirklich kein Problem. Null. So, jetzt kommt mal mit auf die andere Seite. Das ist ja die einfache Seite. Ich habe die andere Zylinderbank drüben schon abgefilmt, vorhin komplett, dass ihr das wirklich seht, dass das ohne Probleme geht. Das hänge ich euch dann hinten dran. Ich schneide dann später das Video fertig. Was mir halt noch wichtig war, wenn ihr euren Luftfilterkasten, der da ist, ausgebaut habt und eure Motorabdeckung, liegt da hier die Zylinderbank frei. Ja? Und als allererstes müsst ihr hier diese Stecker abmachen. Das heißt, ihr könnt den roten Sicherungsclip nach oben drücken, den kleinen Schraubenzieher unten reindrücken und dann kann man das abziehen. Ist überhaupt kein Thema. Später beim Draufstecken, wenn ihr den draufstecken, müsst ihr das Klick machen und das zweite Klick wieder mit dem Sicherungsclip. Klick. So. Ganz, ganz wichtig, diese zwei Schrauben müsst ihr logischerweise aufmachen, dass ihr an die Zündkerzen hinkommt, wenn ihr die wieder festzieht. Das ist ja Plastik, mit Gefühl bitte, nicht brachial anziehen, weil sonst braucht ihr einen neuen Zylinderkopfdeckel. Und ich würde euch empfehlen, diese Schläuche da unten und den Kabelbaum locker zu machen und da oben drauf zu legen, dann kommt er nämlich locker am hintersten Zylinder auch dran. Und dann ist diese komplette Zylinderbank überhaupt kein Problem. So. Und die andere Seite habe ich euch schon abgefilmt. Ich glaube, das ist selbsterklärend. Ich habe die Kamera nicht ständig dabei gehabt, weil ich eben kein halbstündiges Video möchte. Wer irgendwie Fragen hat, schreibt in die Kommentare oder schreibt mir eine WhatsApp oder sonstiges. Oder kommt vorbei, dann machen wir es miteinander. Oder ich mag's euch, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, Zündkerzen wechseln am REM 1500, kein Problem. Ganz liebe Grüße von mir an euch aus München. Habt einen schönen Tag und beste Grüße, Steff. So, jetzt machen wir die Problemseite, wo immer alle meinen, das würde nicht gehen. Wo dann die Werkstätten 800 bis 1200 Euro verlangen für Zündkerzen wechseln. Leute, ihr braucht folgendes. Ihr braucht ein 3/8 Werkzeug. Und diesen Zündkerzenschlüssel mit Gelenk. Das ist alles. Ich habe das mal vorbereitet. Das heißt, ich habe die Kerzen rausgemacht. Sonst wird das Video zu lang. Und jetzt zeige ich euch, wie man das ohne Probleme und ohne zu fluchen da wieder reinbringt. Ja? So. Nummer 1. Wäre doch gelacht, wenn man das miteinander nicht irgendwie hinbringen würde. Nicht irgendwie 800, 1200 Euro zu zahlen für Zündkerzenwechsel, geht es eigentlich noch. So, einmal. Nummer 2. Beim Einfädeln müsst ihr halt wegen vorsichtig sein. Das war jetzt der hinterste Zylinder. Der ist dann so mittelschwer, habe ich wohl gehört. Also ihr seht, überhaupt kein Problem. 2. So, und jetzt wird es spannend. Jetzt kommen die zwei Kerzen, wo immer alle fluchen. Wieder nach hinten. Einfädeln. Wo war das Problem? Wo, Leute? Wo war das Problem?
Also ich mache jetzt erstmal alle Katzen rein, handfest, und es ist dann ganz klar, dass ihr die dann natürlich noch mit dem Drehmomentschlüssel mit 28 Newtonmeter festziehen müsst. Ja. Aber das Wichtigste von dem ganzen Video ist, dass ich euch zeige, und das wollte ich unbedingt, dass es kein Problem ist, diese Zungkatzen hier raus und rein zu kriegen. Alles andere ist so Billiballe. So, Problem Zungkatze Nummer 2. So, wo war das Problem? Nirgends war das Problem. Und so viel auch zu dem Thema, dass mir einige nicht glauben, dass das eine Arbeit ist von, naja, 1,5-2 Stunden. Ne? Mit Vorbereiten, Putzen, sauber machen, alles Mögliche. So, jetzt haben wir schon die Hälfte dieser Zylinderbank. Und die Vordern, wo ja wesentlich leichter sind, die mache ich jetzt aber auch noch. Da wieder ausfädeln. Wisst ihr, ich habe auch Karl Zettel erkannt vor. So, wo war das Problem? Nirgends. Ich muss ja echt schon. Ich habe auch mal Kfz-Zettel erklärt und bringe eigentlich mein Auto in die Werkstatt. Weil eigentlich irgendwie viele Jahre keine Lust mehr gehabt habe, selber zu schrauben, aber unter solchen Umständen. Und ich schraube euch die auch gerne rein und ich verlange keine 500 Euro dafür, inklusive Material. Hab selber eine Firma, schraube selber etwas. Aber ich sehe es nicht ein, dass Leute, so wie ich unter anderem auch, in eine Werkstatt fahren und fragen, wie viel Zungkatzenwechsel kostet, und dann steht da irgendwie 800 bis 1200 Euro auf dem Plan. Ja? Also geht es irgendwie noch. Ja? 3/8 Werkzeug mit Gelenk und schon ist alles behoben an Probleme. Und dann ist das nächste, Leute, die Zündkerzen werden in Deutschland verkauft zwischen 5,90 € und 28 Euro für dieselbe Iridium-Zündkerze. Ja? Ich habe 5,90 € bezahlt. Also lasst euch nicht irgendwie verarschen und kauft ja keine Zündkerzen für 28 Euro das Stück. Ja? Also irgendwo, also jeder soll sein Geschäft machen, ist überhaupt kein Thema. Ich habe auch ein Geschäft seit 15 Jahren, ist überhaupt kein Ding. Ja, die habe ich bloß nochmal nachgezogen, weil vor lauter Reden nicht sicher war. Also es ist überhaupt kein Ding, dass jeder sein Geschäft machen soll. Ja? Bloß das muss halt in irgendeinem Verhältnis, Entschuldigung, sollte das schon noch stehen. So, das sind jetzt die zwei letzten. Also wenn ihr jetzt da mal auf meine Zeit schaut, dann ist es, glaube ich, nachvollziehbar. Und die andere Seite, oder anders, ist es ja, glaube ich, nachvollziehbar, dass das keine 3 oder 4 Stunden dauert. Und die andere Seite, die ist ja noch leichter zu machen. Da ist überhaupt nichts an Hindernis. Entschuldigung, wenn ich jetzt da mal so rumlang. Das geht einfach besser. Ich hoffe, ihr seht das. Aber die Problemstellen habt ihr auf jeden Fall gesehen. So. Fertig. Und jetzt nehmt ihr bitte noch einen Drehmomentschlüssel. Zieht die alle fest auf 28 Newtonmeter. Baut die Karre wieder zusammen. Und alles ist gut. Viele Grüße, Steff.